Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial. Ich zeige euch heute Delicious.com. Delicious ist ein Social Bookmarking Service und ihr könnt euch ganz einfach hier auf dieser Seite anmelden. Das Ganze funktioniert entweder standardmäßig über eure normale E-Mail oder ihr könnt natürlich auch euch über Facebook, Twitter oder Google Plus mit bestehenden Accounts hier anmelden. Okay, wir melden uns einmal hier an. Sign in, Test. Okay. So, und schon seid ihr auf eurer Page. Wenn ihr Delicious zum ersten Mal benutzt und euch angemeldet habt, wird euch die Seite bitten, euer Firefox-Plugin oder euer Google Chrome-Plugin zu installieren. Mit dem Internet Explorer von Microsoft scheint es nicht zu funktionieren. Es bietet sich sowieso an, entweder Firefox oder Chrome als Browser zu benutzen. Die sind um einiges schneller und auch in manchen Fällen natürlich etwas sicherer. Habt ihr dann euer Plugin installiert, habt ihr hier oben eure Delicious Icons. Bei euch werden es nur zwei sein, hier sind es drei. Denkt euch da nichts bei, darauf kommen wir aber gleich nochmal. Ihr seht hier in eurer Hauptansicht eure Links. Und was ist das Besondere an einem Social Bookmarking Service? Natürlich, schon wie der Name sagt, er ist sozial. Das heißt, ihr könnt alle Links, wenn ihr das wollt, die ihr hier drin festmacht, teilen mit einer Community. Und diese Community könnt ihr entweder auf delicious.com bilden oder ihr könnt natürlich auch, wie eben schon gesagt, bei Facebook oder Google Plus, je nachdem was ihr benutzt, dort eure Community zusammensuchen und dann eure Links dafür freigeben. Das lohnt sich besonders bei Hausarbeiten, wenn ihr die gemeinsam schreibt und viele Online-Quellen habt. So hat jeder jede Quelle immer zur Verfügung. Auch für euch privat hat das Ganze einen sehr schönen Nebeneffekt. Denn so habt ihr, wenn ihr mobil unterwegs seid, und es gibt natürlich auch Delicious Mobil-Apps für Android und iOS, so habt ihr immer überall eure Lesezeichen abgeglichen. Das heißt, ihr müsst nicht wieder rumsuchen. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Okay. Auf Delicious selber könnt ihr zwar auch einiges tun, aber ich zeige euch jetzt erstmal, worauf es hier ankommt. Wir nehmen hier mal den Spiegel online. Und wir haben hier den NSA-Ausschussvorsitzenden, der tritt zurück. Wir klicken mal diesen Artikel an. Okay, und sagen, das wollen wir jetzt als Bookmark setzen. Dazu haben wir hier oben einen lustigen kleinen Papierflieger und wir können den Link sofort teilen. Das Schöne ist, wir sehen hier die URL, den Titel und nun können wir Tags vergeben. Also zum Beispiel NSA. Und wir können hier auch einen Kommentar eingeben. Snowden. Okay, wir kriegen hier vorgeschlagene Tags, den wir jetzt auch nochmal dazu setzen können. Wir können uns jetzt hier entscheiden, ob dieses Lesezeichen für unsere Community sein soll, also Public, oder ob es privat nur für uns sein soll. Wir können hier auch gleichzeitig schon mal das Ganze zu Twitter bringen oder zu Facebook, je nachdem, was wir damit vorhaben. Jetzt speichern wir den Link erstmal und ich bin der Zweite, der bei Delicious diesen Link schon mal gesetzt hat. Der andere Nutzer war das Medienzentrum Odenwaldkreis. Wunderbar. Und nun haben wir hier auch Related Links, die uns Delicious gleich schon mal anbietet. Hier zum Beispiel von golem.de. Da kann man jetzt also auch schon mal weiter eintauchen, wenn man das an dieser Stelle schon will. Also dieses Netzwerk, was dann entsteht, geht relativ zügig. Und dieses Netzwerk geht also einmal davon aus, wer diesen Link schon alles geteilt hat, welche Schlagwörter ich vergeben habe, in die Kommentierung guckt es nicht hinein. Und dann schlägt es mir direkt schon weiterführende Links vor und ich kann so immer tiefer in eine Materie eintauchen, wenn ich das möchte. Okay. Und wir können jetzt hier unser Delicious mal aufmachen und wir können uns die Sidebar anzeigen. Und in dieser Sidebar wären alle Links gespeichert, unsere Gruppen
etc. etc. Okay, was ihr jetzt hier seht, hier ist unser Link. Wenn wir jetzt draufklicken, kommen wir wieder auf die Spiegelseite. Wir können ihn jetzt hier nochmal teilen. Wir können es editieren. Dann geht wieder das gleiche Fenster auf. Wenn wir hier noch, wenn wir hier zum Beispiel noch einen Kommentar hinzufügen wollen, können wir es dann hier nochmal speichern. Und wir können es natürlich löschen. Okay, was ihr jetzt noch machen könnt hier auf dieser Seite, ist natürlich das Netzwerk. Ich nutze Delicious selbst nicht. Kann jetzt aber hier Follow My Friends anklicken und bekomme jetzt eine Übersicht von Leuten, die ähnliche Links wie ich geteilt haben und von denen dann die Software ausgeht, dass das, was die teilen, uns gefallen könnte. Wir können uns natürlich hier mit einem Social Network anmelden und da auch wieder unsere Freunde oder unsere Follower herausziehen und das da mit ihnen teilen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Gehen wir mal einen weiter. Add a link. Wir können jetzt hier auch einen handschriftlichen Link sozusagen eingeben und den dann in Delicious mit aufnehmen. Auf dem Discover-Button findet ihr weiterführende Links, wie wir es eben schon mal gesehen haben, die sich quasi mit unseren gespeicherten Links überschneiden, die das Thema auch aufgreifen, die ähnlich getaggt sind. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und zum Schluss sind wir dann wieder bei MyLinks, unsere Page, die wir, wie gesagt, auf jedem Endgerät, auf dem wir Delicious installiert haben, auch immer nutzen können und mit denen auch unsere Community arbeiten kann. Okay, so viel von mir und ich hoffe, ihr schaut euch das Ganze mal an und bewertet mal für euch selbst, ob das vielleicht euch eine Arbeitserleichterung sein könnte. Alles klar, macht's gut, ciao!